Ihr seid bei Let's Play World of Tanks mit dem Replay, heute eingeschickt von Morpheus der Stahlkäfer. Dem wird der ein oder andere schon bekannt sein, ist jetzt kein Unbekannter bei den Replay-Ansendungen. Spielt heute den Centurion 7-1 für uns. Tier 9, 8 und 7 Gefecht. Sogar ein 6 hat sich hier rein geschlichen, weil er mit dem 7er IS den Zug gebildet hat. Ich bin gespannt, Morpheus steht für qualitativ sehr hochwertige Replays und Einsendungen. Also dementsprechend sollte uns da etwas Schönes erwarten, schätze ich mal. So. Er fährt jetzt erstmal hier die Anton-Bertha-Linie entlang. Ich finde es das lustig, dass man bei den Replays manchmal, das bin jetzt ich gerade, der hier so schaut. Aber gut, genug mit der Kamera rumgespielt. Auf jeden Fall nimmt er hier den langen Weg auf sich, den schwierigen Anstieg zu meistern. Da kommt der CDC, die unglaubliche Gewaltmaschine, eine Motorleistung, die ihresgleichen sucht. Ja, CDC einfach toller Panzer, tolles Aggregat. So, und jetzt kommt hier der erste T-54 Light schon zur Sicht. Ja, da konnte er gleich den ersten geben. Na, nochmal? Ja, er macht ihn nochmal leicht. Ah, jetzt hat er es, glaube ich, gelernt und dementsprechend orientiert er sich oben. Ja, jetzt hat er halt einen Löwen. Der kann er ja auch nehmen. Ah, da hat er ein bisschen zu lange gewartet. Hätte er ein bisschen früher schießen können, als er den Helm oder die Front ein bisschen besser zu sich gehabt hat. Aber sein Team und er geben hier gut Gas. Auf den Oho. Ja, jetzt aber schön die Seite. Und da verliert Oho aber ganz schnell ganz viel Panzerung bzw. Hitpoints. Ja, weg ist er. Und jetzt den Löwen, aber diesmal komm. Ja, diesmal klappt es mit dem Damage. Jetzt muss er leider nachladen. Zieht ihn nicht mehr, aber der KV-4 bietet sich als nächstes Ziel an. Ah, jetzt auf den Waffenträger, komm. Easy Target, aber er verschießt direkt. Kommt der zweite aber. Oben aufs Blech am besten schießen, nicht unten auf die Wanne, aber gut, mit dem Durchschlag ist es eigentlich egal. Hauptsache er trifft irgendwas. Aber jetzt fährt auch der weg. Na, jetzt weiß er gar nicht, auf wen er schießen soll. So viele Ziele hat er gefühlt. Zu 6 allerdings schon für den Gegner. Aber der, also der T-54 ist knapp, dass er immer... Jetzt schießt. Ja. So, 12 hat er noch. Das ist nichts mehr. Der Waffenträger. Da ist der Löwe wieder. Und der Jagdtiger. Aber den Löwen, da kommt er gut... Oh, gibt's doch nicht. Kommt er eigentlich so gut drauf auf den. Also er hat gerade wirklich unglaublich viel Ziele jetzt hier plötzlich. Blind auf den KV. Aber 4 zu 8, das ist natürlich kein schönes Ergebnis an dieser Stelle. Da fühlt man sich schon so ein bisschen alleingelassen. Und jetzt hat er wohl keine Lust mehr auf die Position und fährt dementsprechend woanders hin. Nee, doch nicht. Jagdtiger ist da hinten wieder. Auf den er aber nicht draufkommt. Aha. Der hat ihn verarscht. Hat sich jetzt aufgemacht, dass er dann doch beschossen werden kann. Au, aber der KV-4, der sagt sich auch mal wieder Hallo. Der trifft diesmal.
So. Und noch ist er nicht offen. Ja, oben auf die Kommandantenkuppel ist nicht leicht, aber der E50 besorgt sie ihm dann dafür. So, und jetzt der Löwe mal wieder. Ja, jetzt fahrt er so mit dem Rücken an die Wand, dass er sich denkt, nee, so mag ich da gar nicht weiter agieren. Also stellt er sich jetzt um. In der Zwischenzeit nimmt der E50 halt den Löwen raus. Easy peasy. Er hat noch keinen einzigen Kill. Also langsam sollte er sich da mal ranhalten. Der Jagdtiger, auf den kommt er auch wieder nicht drauf. Der E50 hat hier, glaube ich, gerade viel Spaß. Nee, da will er jetzt einmal vielleicht die Satellitenansicht nehmen. Die kriegt er aber nicht. Irgendwo ist Schluss mit dem Rauszoomen. Da drüben ist jetzt einiges. Super Pershing, Canavan und der LTTB. Mal schauen, ob er hier jetzt gleich rankommt. Ja, auf den Super Pershing kommt er drauf. Der Canavan. Du solltest schießen. Er will da den sicheren Schuss. Jetzt hat er ihn. 8 zu 12, 8 zu 13. Okay, jetzt ist er mit seinem E50 alleine. So, der E50 bekommt jetzt da drüben Besuch vom T71. Und der nimmt ihn heute nicht raus, oder? So, jetzt hat er da noch einen gefangen. Ah. Gerade so in der Rückwärtsbewegung vom Canavan, dass er da den Abpraller bekommen hat. Und die Arti nimmt jetzt den E50 raus. Jetzt wird's lustig. Und ich glaube, jetzt fängt das Replay an, richtig gut zu werden. Super Pershing. Jetzt will er sich umpositionieren. Hat aber auch noch zwei Jagdtiger gegen sich. Die Frage ist, wo sind die? Wo lauern die? Vorteil ist, die wissen auf jeden Fall, wo er zuletzt war. Er hat nur so eine sehr alte Datenanalyse davon. Jetzt fahren sie in Cap tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Da kann er ihn zurücksetzen. Hat ihn sogar gekettet. Der Canavan kommt da von vorne. Und den nimmt er jetzt blind raus. Oh, Canavan prallt nochmal ab. Jetzt macht dem hier 227 Schaden, aber das ist gar nicht so dramatisch. Also die Schadenshöhe geht klar. Ja, nimmt den auch noch mit. Der Canavan bedankt sich mit einem netten Fuck you. Hier nicht ins Wasser fahren, mein Freund. Das endet böse. Der Zugpartner von Morpheus, der macht sich ziemlich viele Freunde gerade, die dieses Replay hier anschauen. Aber ich muss sagen, Morpheus selber hat sich noch nie was zu Schulden kommen lassen. Ein sehr, sehr feiner Spieler und ich habe noch nie ihn irgendwo beleidigen sehen in den Replays. Deswegen muss ich sagen, nehme ich seine sehr gerne. So, jetzt hat aber hier wirklich sein Spaß mit dem Jagdtiger. Abpraller mal wieder. Der Abpraller kriegt er echt viele. Vom Super Pershing alle abgeprallt. Canavan abgeprallt.
Jagdtiger abgeprallt. Also, Abpraller laufen bei ihm. So, und jetzt. Auto-Aim. Erster Drift. Zweiter Jagdtiger-Schuss prallt ab. Und jetzt umfahren. Ja, jetzt hat er ihn. Und dann nimmt er den raus. Arti trifft hier leicht. Er repariert aber schnell die Ketten. Da ist der nächste Jagdtiger. Oh, der hat auch noch so viel. Und der prallt auch ab. Was ist denn da los? Jetzt weiß ich auch, warum er Serious Luck das Replay genannt hat. So, jetzt endlich mal einer, der wieder trifft. So, und jetzt ist er auch bei ihm an der Seite. Und dementsprechend, jetzt hat der Jagdtiger keine Chance mehr. Na? Jagt dem hier die HE-Granaten ins Heck. Und jetzt kuschelt er mit ihm ein bisschen, natürlich auch in Anbetracht der Arti. Nochmal. So, der Jagdtiger, der kann einem jetzt hier in der Situation echt leid tun. 480 und jetzt hat er noch 80 HP. Und jetzt drängt er ihn praktisch. Ja, da kann er nichts machen. So, der ist auch weg. Und jetzt muss er natürlich nur aufpassen auf die Arti. An der gegnerischen Arti hätte ich wahrscheinlich mal den Schuss trotzdem geschossen, weil der Jagdtiger hätte sowieso nichts mehr machen können. So, jetzt muss er nur kurz warten, bis er nicht mehr zu sehen ist. Und nun kann er sich noch die Arti holen. Und dann muss ich sagen, tut's mir leid, aber das ist ganz klar Replay of the Week. So. Erster Hit. Und jetzt noch der zweite und dann war es um die Arti geschehen. Aber er fährt doch nochmal zurück, dass er vielleicht dann die ein bisschen übertölpeln kann und dementsprechend den sicheren Schuss anbringt. Und damit wäre das übrigens auch der Krieger. Ja, ganz schnell, ideal, Krieger geholt. Unterm Strich hat er gemacht 8.135 Schaden, also 3.200 geblockt. Denke, das ist Replay of the Week würdig. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ja, lasst einen Daumen da. Vielen Dank, euer Ekaramba.